Seid willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Ja, hat sich ein bisschen was getan. Und zwar war ich ein bisschen unterwegs auf der Map, ein paar Fähigkeitspunkte farmen. Und ja, das sieht jetzt folgendermaßen aus, nämlich so. Und ja, das hier, wer sich entsinnt, das war damals zu. Habe ich folgendermaßen aufbekommen. Und zwar, ja toll, über mir war doch diese komische grüne, dieses grüne Ding, was, ja, explodiert ist. Ich demonstriere es gleich mal. Wo ist es denn? Ja, genau das. Der Trick ist der, ihr müsst dieses Wesen von hier oben, also über mir, dort hinunterlocken. Das heißt, diese Kugel muss in diesem Radius hier dort runterfallen. Es klingt kompliziert, aber es ist machbar. Aber es bedarf halt des richtigen Winkels. Ja, das war zum Beispiel jetzt. Das war zu wenig. Hat mir auch gleich schon Schaden gekostet. Lass mich mal kurz sterben, weil mit dem bisschen bringt das hier kaum was. Aber so in etwa funktioniert das und es ist, ja. Ich hab's, muss ich gestehen, auch eher nur durch Zufall geschafft. Es ist, wie gesagt, verdammt schwer. So, und wir gehen jetzt direkt zum Baum und geben ihm wieder, was ihm gestohlen wurde. Bin mal echt gespannt. Weil ich muss sagen, ein ganz kleines bisschen weiß ich vom Spiel. Und ja. Das kleine bisschen weiß ich von TK7. Und zwar Shake 7. Soll das, was jetzt kommt, nicht leicht sein. So. Ich würde sagen, wir versuchen unser Glück. Das Wasser von Nebel floss einst durch diesen Baum. Jetzt ist er verdorrt und von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wiederherstellen und das Herz des Ginsobaums finden. Müssen den Fluss wiederherstellen. Okay. Ach so. Ja, ich kann natürlich von links nach rechts hier mich bewegen durch diese Dinger. Cooler Effekt, muss ich sagen. Sich so von links nach rechts zu bewegen. Und ich habe das Gefühl, das ist noch der einfache Teil. Denn es war ja von Wasser die Rede. Deswegen bin ich mal gespannt, was da noch. Ja, jetzt kann ich gleich eigentlich sterben. Das machen wir gerade mal normal. Ich bin wirklich mal echt gespannt. Was da jetzt auf mich zukommen wird. Okay, das sieht ein bisschen tricky aus, aber gut, so weit, so gut.
Das hat ein bisschen was von Portal gerade. Diese Portale. Oh Mann, ja. Ja, wie der Luftsprint funktioniert. Okay, so geht das schon mal. So geht das ganz bestimmt nicht. Eine scheiß Spinne schon wieder. Nein! Ah, verdammt! Oh, das ist fies! Das ist fies! Allen voran habe ich nicht unbegrenzt Checkpoints. Eigentlich wäre da hinten noch was. Komme ich da hin? Ich denke, ja, ich glaube, da komme ich locker hin. Na, es ist hier. Ja, ich setze hier ein. Ah! Das ist cool. Das kann ich echt gebrauchen. Das war knapp. Ich muss sagen, das irritiert mich hier ein bisschen gerade. Okay, aber man kann immer schon ein Stückchen vorher sehen, wo man da landet. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da unten. Ah, das kriegen wir hin. Okay, das kann man anscheinend nicht zerstören. Gut, eigentlich muss ich auch nicht zerstören. Ah, sag mal. Geht doch. Okay, das klappt also nicht. Super. Da habe ich jetzt voll was verschwendet. Hm. Wie kriegt man diese Dinge auf? Ach so, ah, ich kann es verschieben. So ist das gemeint. Bringt das was? Ja, jetzt bringt das Teil bloß. Ah, Moment! Kann es sein, dass. Tatsache. Oh, das ist sowas von eine Portal-Anspielung. Ach du Scheiße, ich seh's. Hm, verstehe. Verstehe, was die wollen. Schnell ein. Das war schon zu spät, wunderbar. Auf jeden Fall verstehe ich, was die wollen. Oh Mann, man muss irgendwie. Ja, man muss sofort agieren danach. So.
Was hat das jetzt gebracht? Okay, es hat mich schon mal da angebracht. Das ist schön. Das heißt, das Spiel lässt mich hier speichern. Okay, so viel dazu. Das war jetzt richtig unnötig, das Speichern. Ich muss das anscheinend dazu bringen, dass es hierher schießt. Was, wie mache ich das? Das brauche ich. Wenn es richtig schießen würde. Oder ich muss es zerstören vielleicht. Doch, das kann auch sein. Vielleicht muss ich es zerstören. Und es gibt mir dann die Power, dieses Ding zu öffnen. Ah! Ich hatte also recht, ich musste es zerstören. Uiuiui. Das wird ja immer cooler. Das war knapp. Ah, es ist schon gar nicht so einfach hier. Vier Stück brauche ich, zwei habe ich. Oh, guckt euch an, das ist ein fieser Sprung. Obwohl, na, der geht eigentlich. Nicht so weit. So. So weit, so gut. Okay, was haben wir da Schönes? Bestimmt eine neue Fähigkeit. Tief aus dem Innern dieses Baumstammes höre ich Schreie des Entsetzens. Rem war agil. Er sprintete durch die Luft. Hör auf seine Stimme, denn er verbreitet die Weisheit. Ach, können wir es jetzt vielleicht machen? Du hast das Stoßen lernen. Um eine Fähigkeit zu benutzen, musst du Y bei Laternen oder feindlichen Objekten gedrückt halten. Dann die Richtung erzielen, die du losstimmen willst, möchtest du die dann in die Richtung lenken. Aha, guck mal an. So, das ist interessant. Wir können uns quasi damit, ja, durch die Gegend schießen. Wieso hat es jetzt nicht funktioniert? So. Verstehe, das wollen die also.
Raffiniert. Echt raffiniert. Na. Ja, ich hab's verkackt. Ich hätte stoßen sollen. Was soll ich das denn machen? Ach so! Ach so, verstehe. Das heißt, wenn das so ist... Ja, bingo. Raffinierte Technik hier. Raffinierte Technik. Oh, das ist tricky. Das war jetzt blöd. Aber wenigstens das ist weg. Will ich diesen Fertigkeitspunkt wirklich haben? Das hat nicht gepasst. Verdammt. Das war zu früh. Ach komm. Egal. Aber so ungefähr funktioniert das. Eben eine Sache des richtigen Winkels. Den ich gerade normalerweise nicht erwischt habe. Ja, wunderbar. Genau dagegen. Ja. Tricky gemacht.
Moment. Oh Mann, wahrscheinlich muss ich dagegen ziehen, gegen die Wand, die da bei mir ist. Ja, komm, schieß. Nee. Ach so, stimmt. So war das ja gemeint. Was gibt's da unten Schönes eigentlich? Oh Mann. Ja. Ach komm schon, das wird doch machbar sein. Ja, geht doch. Was gibt's denn hier? Ah! Das führt mich dann also. Nice, dann kann ich hier gleich speichern. Gut, Leute, das war's für heute von Ori in the Blind Forest. Beim nächsten Mal kämpfen wir uns weiter durch den Baum. Bis dann, ciao.